Reisdorf und zusammen arbeiten wir beide im Projekt KI Campus 2.0 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ja, wir wollen heute was erzählen, ganz grob zum Thema KI in der Hochschullehre und dann spezifisch eben zur Frage, wie OER oder eben offene Lernangebote, Open Educational Resources in die universitäre Lehre eingebunden werden können. Genau. Ja, wie viele andere Hochschulen auch, steht die Humboldt-Universität gerade vor der Frage, wie KI als Studieninhalt in die Hochschullehre integriert werden kann. Und dabei natürlich auch vor der Herausforderung, dass zum einen viele Lehrende noch nicht über ausreichende KI-Kompetenzen verfügen, sicher auch gerade im technischen Bereich, zum anderen aber auch einfach unsicher sind, welche didaktischen Ansätze sinnvoll sind, um KI-Kompetenzen zu vermitteln. Und eine der Möglichkeiten, die wir eben im Rahmen des Projekts KI Campus erproben wollen, ist die Nutzung von offenen Selbstlernangeboten der Plattform KI Campus. Für diejenigen, die den KI Campus nicht kennen, das ist einfach eine Plattform im Internet mit einer Auswahl an digitalen Selbstlernangeboten rund um das Thema KI und Daten. Genau, das Ganze ist sind als Selbstlernangebote konzipiert und alle plattformeigenen Angebote auch unter einer CC BY-Lizenz veröffentlicht. Das heißt, es fällt eben unter offene Lernangebote oder OER. Genau, und in diesem Projekt KI Campus 2.0 sind neben der HU auch viele andere Projektpartner mit dabei, unter anderem auch noch zwei Hochschulen, die Duale Hochschule Baden-Württemberg und die Fernuniversität in Hagen. Und gemeinsam wollen wir eben erproben, ob solche Angebote auch für die universitäre Lehre geeignet sind. Genau, um dann vielleicht nochmal kurz auf die Projektziele und Aktivitäten konkret an der HU zu schauen. Wir haben quasi drei Säulen. Fokussieren uns aber heute natürlich auf die Lehrentwicklung und deren Evaluation. Genau, also es geht quasi um die Erprobung von der Integration von KI Campus Materialien in der universitären Lehre. Und damit haben wir jetzt angefangen mit ausgewählten Kursen im überfachlichen Wahlpflichtbereich des Career Centers an der HU. Letztendlich wäre es natürlich auch interessant zu sehen, ob sich das quasi auch auf die ganze Universität in die Breite der einzelnen Fächer übertragen lässt. Genau, und weil bei dem Thema natürlich viele Fragen auftauchen, also zum einen zur curricularen Anerkennung, zur Qualitätssicherung, dazu, wie solche Angebote begleitet werden müssen, sicher, wenn sie als Selbstlernangebote konzipiert sind, wie sich gegebenenfalls vielleicht auch die Rolle der Lehrperson verändert. Aufgrund all dieser Fragen wird das Ganze auch evaluativ begleitet durch eine relativ engmaschige Lehrveranstaltungsevaluation. Und die Erkenntnisse, die wir dann sammeln, quasi im Kontext unseres Projekts, sollen natürlich zum einen wertvoll sein für die HU selber, aber im Idealfall dann auch darüber hinaus für andere Hochschulen. Genau, und damit würde ich abgeben an meine Kollegin Tabea, die sich ganz konkret mit der Umsetzung und der Implementierung von den KI Campus-Angeboten in die Lehre beschäftigt hat. Tabea. Dankeschön. Genau, hier sehen wir eine Übersicht der Kurse, die wir in den letzten zwei Semestern im überfachlichen Wahlpflichtbereich am Career Center der HU Berlin angeboten haben, in denen Lehrinhalte des KI Campus verwendet wurden. In diesem Semester bieten wir auch welche an, aber wir wollen uns heute wirklich nur auf die Kurse, die bereits abgeschlossen sind, konzentrieren. Auf die Kurse und auch auf die verwendeten KI Campus Lerninhalte gehe ich gleich genauer ein, aber zuerst möchte ich ein paar allgemeine Punkte zu den Kursen nennen. Dazu sehen wir auf der nächsten Folie, dass alle Kurse gemeinsam haben, dass sie im Blended-Format stattgefunden haben. Das heißt, Selbstlernphasen mit KI-Campus-Inhalten haben sich mit Präsenztermin bzw. Synchrontermin abgewechselt. Für jeden Kurs gibt es 5 Leistungspunkte, denn bei jedem Kurs handelt es sich um ein eigenes ÜWP-Modul. Also ÜWP steht für überfachlicher Wahlpflichtbereich. ÜWP-Module werden unbenotet abgeschlossen, also mit dem Prädikat bestanden oder nicht bestanden, bei Erbringung eines individuellen Leistungsnachweises. Und die ÜWP-Kurse sind ohne Vorkenntnisse besuchbar.
Und in unseren Kursen wurden die Open Educational Resources des KI Campus in leicht unterschiedlichen Konstellationen integriert. Bei der ersten Konstellation sehen wir, dass die Open Educational Resource als Hauptlehrangebot genutzt wird und die Präsenztermine begleitend sind. Bei der zweiten Konstellation stehen OER und Präsenztermine gleichrangig nebeneinander, was Zeit, Aufwand und auch Inhalt betrifft. Und bei der dritten Konstellation sind die Präsenztermine das Hauptlehrangebot und die OER sind eher begleitend bzw. ergänzend. Und auf die Kurse möchte ich nun, wie besprochen, genauer eingehen. Der erste Kurs ist der Kurs KI und Leadership. Der war im Sommersemester 23 unser Pilotkurs und wurde im Wintersemester ein zweites Mal angeboten. Dort sind die Selbstlernphasen, die werden mit dem KI-Campus-Kurs KI und Leadership gestaltet und es gibt 4 Präsenztermine. Daran kann man schon sehen, dass das ein Beispiel ist für die erste Konstellation, also wo OER das Hauptlehrangebot bilden. Der individuelle Leistungsnachweis ist zum einen ein wissenschaftlicher Vortrag zu einem passenden Thema. Dann gibt es eine Diskussion im Kurs und dann wird beides in einer schriftlichen Hausarbeit zusammengefasst. Und das ist eine Gruppenleistung. Also der Vortrag, sowohl der Vortrag als auch die Hausarbeit ist eine Gruppenleistung. Und als eine Besonderheit des Kurses muss man natürlich hervorheben, dass die Lehrpersonen gleichzeitig die Erstellenden des KI-Campus-Kurses sind. Das ist nämlich Dr. Silke Piech vom DFKI und Professor Dr. Nils Pinkwart, ebenfalls sowohl vom DFKI als auch der Vizepräsident für Studium und Lehre der Humboldt-Universität zu Berlin. Das ist ja nicht immer der Fall bei der Verwendung von OER-Angeboten. Der zweite Kurs ist KI für alle, Einführung in die künstliche Intelligenz. Dieser Kurs hat im Wintersemester stattgefunden und hat als Selbstlernphasen den KI-Campus-Kurs KI für alle, Einführung in die künstliche Intelligenz genutzt, mit 8 Präsenzterminen. Und somit ist das ein Beispiel für die Konstellation, dass OER und Präsenztermine gleichrangig nebeneinander stattfinden. Der individuelle Leistungsnachweis war eine Präsentation im Kurs zu einem gewählten Thema, zum Thema KI, mit Bezug zum eigenen Studienfach. Und dort war ebenfalls eine Besonderheit, und zwar gab es die Möglichkeit, sich mit den Kurserstellenden auszutauschen, weil es sich um ein aktives Projekt handelt. Also der Kurs wird in einem aktiven Projekt weiterentwickelt und auch überarbeitet. Das ist ja auch nicht immer der Fall, dass man mit den OER-Erstellenden in persönlichen Kontakt treten kann. Dann der dritte Kurs, das war Data Literacy. Da hatten Verstehen, kritisch analysieren und zielgerichtet kommunizieren. Hier wurden die Selbstlernphasen mit Inhalten aus insgesamt 3 KI-Campus-Kursen gestaltet und es gab 10 Präsenztermine. Dieser Kurs war ein Beispiel für die dritte Konstellation, und zwar, dass die OER begleitend eingesetzt wurden. Die 3 KI-Campus-Kurse kann man hier rechts sehen, welche das waren. Der individuelle Leistungsnachweis ist das Erledigen der Programmieraufgaben im Kurs sowie auch das Halten von einem Kurzvortrag im Kurs. Und bei diesem Kurs ist ganz klar die Besonderheit, dass OER geremixed wurden in diesem Kurs. Und dann noch der vierte Kurs, das ist KI in der Bildung, Potenziale und Herausforderungen KI-gestützter Bildungstechnologien. Dieser Kurs hat im Wintersemester an der Professional School of Education stattgefunden. Das ist unser Zentralinstitut für Lehrerinnenbildung. Für die Selbstlernphasen wurde der KI-Campus-Kurs AI-WET genutzt und es gab 10 Präsenztermine. Auch hier waren die OER-Angebote unterstützend bzw. begleitend eingesetzt. Und der individuelle Leistungsnachweis ist das Einreichen einer schriftlichen Abschlussarbeit gewesen. Und bei diesem Kurs kann man sagen, dass es ein bestehendes Kurskonzept gab und das eben mit Hilfe der OER unterstützt wurde, indem die Theorie auf die Selbstlernphasen ausgelagert werden konnte. Und im aktuellen Semester bieten wir insgesamt 6 Kurse mit KI-Campus-Inhalten an und erproben dabei auch unter anderem ein weiteres Format, und zwar, dass die Präsenztermine als Hauptlehrangebot stattfinden und die Open Educational Resources eher zur individuellen Lernzielförderung eingesetzt
werden. Individuelle Lernziele, das kann sein, dass unterschiedliche Vorkenntnisse kompensiert werden. Es kann aber auch sein, dass unterschiedliche, zum Beispiel berufliche Ziele oder und Interessen berücksichtigt werden. Dann würde ich wieder an Luise übergeben. Sehr gerne. Genau, ich komme dann jetzt zur Evaluation der Kurse. Beginnen mit den Fragen und Konzept. Und also es sind jetzt ausgewählte Fragen, aber wir haben uns zum einen natürlich, hat uns interessiert, wie die Studierenden den Wechsel zwischen den digitalen Selbstlernphasen und den Präsenzterminen erfahren, vor allem auch im Vergleich zu herkömmlichen Lehrveranstaltungen, wo es nicht diesen Wechsel gibt. Dann natürlich auch, wie die Lehrenden den Einsatz von OER in ihren Lehrveranstaltungen erfahren haben und natürlich, welche Best Practices sich aus diesen Erfahrungen ableiten. Und dazu haben wir, wie ich schon gesagt hatte, relativ engmaschig evaluiert. Also wir haben quasi schon vor Beginn des Kurses die Studierenden nach ihren Erfahrungen mit digitalen Selbstlernangeboten gefragt und nach ihren Erwartungen an den Kurs. Dann hat über den Lauf des Semesters eben die Veranstaltung stattgefunden im Wechsel zwischen Präsenz- und digitalen Selbstlernphasen. Und am Ende hatten wir dann eine Art klassische Lehrveranstaltungsevaluation. Dazu dann aber auch noch qualitative Feedbackgespräche mit Studierenden und Lehrenden. Genau. Und um einfach gleich in die Ergebnisse zu springen. Wir haben die Studierenden gefragt, wie sie das in der Lehrveranstaltung gewählte Format im Vergleich zu einem herkömmlichen Seminar bewerten. Ich muss hier an dieser Stelle leider spoilern. Es wäre natürlich am allerschönsten gewesen, wir könnten jetzt die unterschiedlichen Typen, die Tabea gerade vorgestellt hat, also unterschiedlich im Sinne von, wie verhalten sich OER anteilig zu Präsenzveranstaltungen. Es wäre natürlich am schönsten, wenn wir da irgendwie Unterschiede herausarbeiten könnten und sagen könnten, also viel OER, wenig Präsenz funktioniert überhaupt nicht, aber andersrum wohl. Das ist leider aufgrund der geringen Fallzahlen nicht möglich und weil sich die Kurse natürlich auch noch an diversen anderen Aspekten unterschieden haben. Deswegen sind jetzt für diese Auswertung alle Daten in einen Topf geworfen. Nur, dass Sie das im Hinterkopf behalten und eben auch wissen, wir tun jetzt so, als ob die Veranstaltungen alle dasselbe gewesen wären, sind sie auch in gewisser Weise Wechsel zwischen Selbstlernen und Präsenz, aber eben dann doch mit Unterschieden in den Anteilen. Aber gut, zurück zur Frage, wie bewerten die Studierenden das? Und dann sehen wir hier auf dieser Grafik, dass also unterschiedliche Aspekte sehr gut bewertet wurden. Also zum einen, es gibt eine sehr hohe Zustimmung in Grün und Blau zum alten, ich konnte flexibler lernen. Es gibt zu hohe Zustimmung zu, die Lehrveranstaltung war abwechslungsreicher. Die Inhalte konnten effizienter vermittelt werden. Mein Lernerfolg war höher. Also all diese Items erfahren eigentlich relativ viel Zustimmung. Und dementsprechend ist dann auch das gegenseitig gepolte Item, ich hätte das eigentlich in einem herkömmlichen Format ohne diesen Wechsel bevorzugt. Da wird dann nicht zugestimmt. Was trotzdem ganz interessant ist hier, finde ich, ist, dass doch um die 30% sagen, doch, ich hätte eigentlich gerne ein herkömmliches Format gehabt, wo man sich ja schon fragen kann, warum ist das so, wenn doch eigentlich das auf vielen Ebenen so positiv bewertet wurde. Und da werden uns hoffentlich dann gleich die qualitativen Daten noch ein bisschen Antwort drauf geben. Genau, um dann aber noch kurz bei den quantitativen Fragen zu bleiben. Also wir haben die Studierenden auch gefragt, ob sie sich insgesamt mehr digitale Lernangebote zum Thema KI wünschen würden. Da hat eine große Mehrheit mit Ja geantwortet. Und insgesamt ist auch einfach das Thema KI für die Studierenden momentan sehr relevant. Also sie wünschen sich auch einfach eine stärkere Integration überhaupt in ihre Lehrveranstaltungen. Und um das jetzt mal mit einem Zitat noch auf den Punkt zu bringen, KI ist das aktuellste und wichtigste Thema ab sofort und in der Zukunft zumindest für einen Studenten. Genau. Um dann aber auch noch ein bisschen auf die qualitativen Ergebnisse zu schauen, also die Freitagsfelder aus den Fragebögen sowie die Gespräche, die wir dann noch geführt haben. Also wir haben gesehen, was sich ja gerade auch schon aus der grafischen Darstellung ergeben hat, es gibt viele Vorteile von digitalen Selbstlernangeboten. Es ist flexibler, man kann einfach selbstbestimmt lernen in der eigenen Zeit, im eigenen Tempo etc. Es gibt Autonomie. Das Stichwort Inklusivität wurde genannt, also auch Menschen mit Care-Verpflichtungen, Studierende mit Care-Verpflichtungen können an den Kursen teilnehmen. Das Thema Innovation und das gerade bei KI
digitale Selbstlernangebote sehr gut passen, wurde genannt. Genau, das sind alles Vorteile. Auf der Seite der Herausforderungen und dann vielleicht auch gleich die Begründung, warum eben doch nicht alle nur noch digital studieren wollen, ist vielleicht auch wenig überraschend, dann dass der Mangel an Interaktion oder Austausch oder das Risiko, dass das entsteht. Also sowohl zwischen den Studierenden untereinander als auch zwischen Studierenden und Lehrpersonen. Und dazu kommen dann natürlich auch Sachen wie, es gibt eben nicht die Möglichkeit, sofort Nachfragen zu stellen, wenn man was nicht verstanden hat. Und es gibt auch kein direktes Feedback darauf, was man sagt. Genau, und um dann noch auf die Perspektive der Lehrenden zu kommen, da haben wir quasi erfahren, dass zumindest für einzelne Lehrpersonen und einzelne Themen das eine gewisse Aufwandsersparnis oder Zeitersparnis bedeutet hat, im Sinne von, man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden, wenn es gute Materialien gibt, um bestimmte Sachen zu erklären, warum dann nicht einfach einsetzen. Und was auch als positiv genannt wurde, war, dass die OER für verschiedene Zielgruppen entwickelt wurden und deswegen auch unterschiedliche Perspektiven abgebildet werden. Auf der Seite der Herausforderungen, die überwiegt etwas, ist dennoch, dass der Arbeitsaufwand relativ hoch ist, sich einzuarbeiten in die Materialien und auch sie den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Dann, was wir gesehen haben, ist, also gerade in Kursen wie zum Beispiel im letzten Fall Konstellation KI in der Bildung, wo das Kurskonzept schon steht und die OER-Materialien unterstützend dazukommen. Die inhaltliche und thematische Passung ist essentiell, weil ansonsten können die Studierenden da eben wenig mit anfangen und ist die Übersetzungsleistung, die sie bringen müssen, zu groß. Eine Herausforderung sind auch die Selbstlernphasen. Zum einen, wie werden die Studierenden betreut in den Selbstlernphasen, aber auch, wie wissen die Lehrenden, dass die Selbstlernphasen wirklich absolviert wurden. Und als letztes ist natürlich das Thema KI an sich eine Herausforderung, denn wie das Zitat ja auch zeigt, das entwickelt sich so schnell, dass die Hälfte der Kursinhalte nach einem Semester schon wieder veraltet sind. Genau. Und damit übergebe ich nochmal an Tabea. Ja, kommen wir zu unseren Good Practices. Unser erstes Good Practice ist die Verortung von Kursen mit Selbstlerninhalten in überfachlichen Lehrangeboten zentraler Einrichtungen, zum Beispiel eben am Career Center oder eben der Professional School of Education. Denn dort ist eine relativ schnelle Umsetzung möglich, da es eben auch keine Modulhandbücher oder Ähnliches gibt, die Inhalte sehr konkret vorschreiben. Außerdem sind diese Angebote eben offen für alle Studierenden. Das heißt, die Studierenden können eben unabhängig von ihrem eigenen Studienfach KI-Kurse absolvieren. Also egal, ob es in ihrem Studienfach thematisiert wird oder nicht. Das ist natürlich ein Vorteil für die Studierenden. Außerdem ist es natürlich auch eine Bereicherung für den Kurs, wenn Menschen aus unterschiedlichen Fachrichtungen ihre Perspektiven und auch ihre Anwendungsmöglichkeiten von KI in ihrem Fachbereich in den Kurs einbringen. Und natürlich, dass keine Vorkenntnisse nötig sind, ist natürlich auch ein Vorteil von den ÖWP-Kursen. Und weil die Kurse unbenotet sind, ist eben auch die Anmeldung zu den Kursen für die Studierenden niedrigschwelliger. Und zur curricularen Anerkennung kann man ja sagen, dass, wie bereits erwähnt, die Kurse eben durch die Fakultäten im überfachlichen Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Genau, kommen wir zum zweiten. Genau. Ja, da geht es dann doch nochmal ums Format selber. Und zwar, hatte ich ja schon gesagt, wir können nicht nach den einzelnen Formaten auswerten, was gut funktioniert hat, was nicht. In unserem Kontext haben sie alle gut funktioniert. Trotzdem kann man natürlich je nach Verhältnis OER zu Präsenz- oder Synchronterminen verschiedene Take-Home-Messages oder eben Good Practices formulieren. Nämlich zu den ersten beiden Fällen, wo eben OER das Hauptlernangebot ist oder OER und Präsenz in gleichen Teilen nebeneinander stehen und ja doch der theoretische Input, das, was die Studierenden quasi Neues lernen, in großen Teilen diese Selbstlernphasen ausgelagert ist, da ist es ganz wichtig, die möglicherweise reduzierte Anzahl an Präsenzterminen wirklich für die inhaltliche Vertiefung dann zu nutzen, Bezug zum eigenen Studienfach herzustellen, wenn der Kurs im überfachlichen Wahlpflichtbereich angeboten wird und in den Austausch, in die Diskussion zu gehen und zu vermeiden, dass nur
Wissen aus den Selbstlernphasen reproduziert wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn es wirklich wenig Präsenztermine ist, sind, dass es da unter Umständen gut ist, die Zusammenarbeit oder den Austausch zwischen den Studierenden wirklich explizit zu stimulieren. Zum Beispiel, indem man Gruppenarbeiten nutzt und da eben den Austausch und Motivation der Studierenden ein bisschen, um das ein bisschen zu fördern. Genau, und in der anderen Konstellation, wo eben eigentlich in den Präsenzveranstaltungen das meiste passiert und OER so ein bisschen begleitend ist, da hatte ich ja schon erwähnt, dass eben diese inhaltliche Passung ganz essentiell ist, weil es sonst einfach nicht funktionieren kann. Genau. Tabea? Ja, zu den Inhalten der Open Educational Resources hat sich herausgestellt, dass sehr gute Kenntnisse der Open Educational Resource notwendig sind, um sie eben auf den Kurs oder eben bei einem Remix aufeinander abzustimmen. Das hat den Zusammenhang mit dem, was wir gerade gehört haben, mit der inhaltlichen Passung. Außerdem ist natürlich bei dem dynamischen Thema Künstliche Intelligenz eine Prüfung auf Aktualität der Open Educational Resources notwendig, damit man immer auf dem aktuellen Stand sich auch bewegt. Und daraus leiten sich die Good Practices ab, dass man ausreichend Vorbereitungszeit einplanen sollte und eben auch den Arbeitsaufwand nicht unterschätzen sollte, OER in seine Lehre zu integrieren. Und was die Selbstlernphasen betrifft, beziehungsweise eben die Wissenssicherung aus den Selbstlernphasen, da haben wir Verschiedenes erprobt. Zum einen kann man natürlich die Teilnahmebescheinigung oder den Leistungsnachweis des KI-Campus einfordern. Man kann aber natürlich auch eine Ergebnissicherung im Kurs durchführen, zum Beispiel, indem man das Wissen direkt abfragt oder eben Teile daraus diskutiert. Man kann auch konkrete Übungen, zum Beispiel Programmierübungen durchführen oder eben Präsentationen durchführen, also halten lassen zu den Themen. Als etwas Gegenentwurf dazu kann man natürlich auch einfach fördern, dass die Studierenden eben ihren Lernprozess selbst gestalten und verantworten und eben nicht engmaschig, zumindest nicht kontrollieren, ob alle Selbstlerninhalte in der vorgegebenen Zeit und so weiter absolviert wurden, sondern eben auch freistellen, dass eben manche Module zum Beispiel nicht oder Kursabschnitte nicht besucht werden durch die Studierenden, weil sie eben zum Beispiel die Vorkenntnisse vielleicht sogar schon haben. In jedem Fall hat sich aber herausgestellt, dass der Transfer in den eigenen Fachkontext auf jeden Fall sehr fördernd und wertvoll für den Lernprozess sich herausgestellt hat und auch sehr positives Feedback erhalten hat von den Studierenden. Also das ist auf jeden Fall ein Good Practice, was man mitnehmen kann. Genau, und um dann auch zum Abschluss zu kommen, weil das Ende nähert sich. Das ist jetzt auch unsere letzte Folie. Also zum einen haben wir gesehen, dass mittels digitalen Selbstlernangeboten oder OER KI als Studieninhalt wirklich relativ schnell in die Lehre an der HU integriert werden konnte, in Form von Kursen am Career Center an der Uni. Es war wirklich, also innerhalb von 1-2 Semestern konnte ein Angebot quasi zusammengestellt werden. Das ist auf jeden Fall positiv. Dann haben wir gesehen, dass es quasi nicht das eine Patentrezept gibt, wie dann OER und Kurs oder quasi Selbstlernen und Präsenzphasen kombiniert werden sollten, sondern dass es immer individuell ist und quasi je nach Inhalten des Kurses auch aufeinander abgestimmt werden muss. Was wir aber auf jeden Fall quasi gesehen haben auch, ist, dass die Verantwortung für welches Format gewählt wird, welche Inhalte vermittelt werden, auch Inhalte in den OER, aber eben auch die Lernziele, die Verantwortung dafür bleibt bei der Lehrperson. Genau, und dann hätte ich einfach noch zwei Fragen, wo wir auch keine Antworten drauf haben. Ist zum einen, wie verändert sich vielleicht auch die Rolle der Lehrperson durch die Nutzung von OER? Ich habe gerade schon gesagt, die endgültige Verantwortung bleibt ja bei der Lehrperson, trotzdem gibt man ja vielleicht ein Stück weit an, nicht Verantwortung, aber Expertise-Status ab, wenn man Materialien von anderen verwendet. Vielleicht auch die Veränderung, indem sie in eine, mehr in Richtung Lernbegleitung, Coach, als eben Expertin, die vor der Klasse steht und alles weiß. Das ist ein interessanter Aspekt. Und das andere, wir haben das Ganze jetzt natürlich nur
in Anführungszeichen nur am Career Center getestet, im überfachlichen Bereich. Und die Frage ist, inwieweit sich unsere Erkenntnisse auch auf die disziplinäre Verankerung von Karrierestudieninhalten mittels OER, das heißt wirklich in den Fächern, dann übertragen lassen. Und das muss vielleicht auch einfach ausprobiert werden. Genau, und damit würde ich jetzt sagen, ab in die Diskussion. Ja, wenn es jetzt hier nicht mehr klappt, dann sind wir auch gleich im Netzwerkraum oder am Netzwerktisch vorhanden.